Ihr habt Japan jetzt ein paar Mal angesprochen. Da fand letztes Wochenende auch ein Event statt. Bei Dream 17 stieg die japanische Legende Kazushi Sakuraba mal wieder in den Ring. Und mal wieder musste er eine Niederlage einstecken. Gegen Jan Caporal musste er in einem Arm Triangle Choke aufgeben. Wie habt ihr den Kampf gesehen? Ja, traurig irgendwie. Sakuraba war ja früher wirklich ein absolutes Tier und eine absolute Legende. Er hat in einer Reihe Royler Royce, Renzo und Ryan Gracie besiegt, zu einer Zeit, als der Gracie-Name im MMA einen noch glanzvolleren Klang trug, als er es auch heute noch tut. Er hat gegen Leute wie Vitor Belfort und den eben schon erwähnten Quinton Rampage Jackson gewonnen. Und ja, jetzt hat er, glaube ich, gestern war es sein vierter oder sogar schon seine fünfte Niederlage in Folge. Und es ist ja auch nicht die Tatsache, dass er mittlerweile konstant verliert, sondern wie. Also er wurde von seinem Gegner eigentlich konstant dominiert. Und die Submission, in der er ihn dann letztlich gefangen hat, die hatte sein Gegner sogar vor dem Kampf schon angesagt. Das ist natürlich irgendwie peinlich und ein bisschen traurig zu sehen. Und was ich ihm damit raten würde, denke ich, ist daraus auch relativ klar geworden, nämlich es mal gut sein zu lassen mit diesem Sport. Ja, Sakuraba hätte eigentlich schon vor Jahren zurücktreten müssen und ich finde es einfach schade und traurig, wie die Japaner eine ihrer größten Kampfsportlegenden nach wie vor verheizen, weil sie es einfach nicht schaffen, neue Stars zu kreieren. Die brauchen Zuschauer sowohl in der Halle als auch vorm Fernseher und außer Sakuraba gibt es in Japan eigentlich niemanden mehr, der noch aktiv ist, der so viel Zuschauer anzieht. Und ja, damit tut man ihm eigentlich keinen Gefallen, wenn man ihn nach wie vor in solche Kämpfe steckt. Nach Sakurabas Niederlage gegen Kaol Uno, eine weitere japanische Legende, nach einem Headkick von Takeshi Inoue schwer K.O. Mit Hughes, Sakuraba, Uno und Rampage haben damit am Wochenende Kämpfer verloren, die schon lange in dem Sport aktiv sind und von vielen Fans verehrt werden. Brauchen wir diese Generation von Kämpfern noch, um die Hallen zu füllen? Oder können Kämpfer wie Phil Davis, Rory McDonald oder Jake Ellenberger oder auch John Jones MMA in den nächsten Jahren voranbringen? Zunächst mal würde ich halt die vier nicht unbedingt in einer Reihe nennen. Also mit den beiden Japanern, die du aufgeführt hast, Kaol Uno und Sakuraba, ist das Problem eben das, was Jan gerade schon sagte. Sie haben halt riesige Namen gehabt und irgendwie gibt es in Japan keine solchen Nachwuchsstars, wie es sie in den USA gibt. Die Phil Davis, Rory McDonald und so weiter, die du gerade nanntest, sind ja alles amerikanischer Nachwuchs. Insofern, was die beiden Japaner angeht, ja, die sollten es halt definitiv sein lassen. Es ist auch nicht ihre Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass der Sport in Japan weiterhin populär bleibt. Wenn es keinen guten Nachwuchs gibt, dann gibt es eben keinen. Ansonsten Rampage, wie gesagt, sehe ich noch nicht so als zum alten Eisen gehörig an. Ich denke, der kann definitiv noch auf einige Jahre hinaus stark mitkämpfen. Eher würde ich noch Gomi zu denjenigen zählen, deren beste Tage auch gezählt sind und die auch vielleicht es langsam mal gut sein lassen könnten. Ja, du sprichst Gomi an. Bei welchen Kämpfern würdet ihr es dann gerne sehen, dass sie zurücktreten? Ich weiß nicht, wie viel Sympathien mir das einbringt, aber meiner Meinung nach Wanderlei Silva. Der ist auch schon ein, zweimal zu viel K.O. gegangen und ich will einfach nicht sehen, wie jemand, der früher so stark war, nicht rechtzeitig den Absprung schafft und dann einfach weiterhin noch in Kämpfen steckt, in denen er eigentlich nichts mehr verloren hat. Ja, der sicherlich, die beiden genannten Sakuraba und Uno. Und mich würde es auch bei Hughes freuen, jetzt nicht mal, weil ich mir so riesige Sorgen um Hughes Gesundheit machen würde, sondern auch einfach, weil jetzt mal unabhängig von diesem Gesundheitsgesichtspunkt mir dessen Kämpfe nichts mehr geben. Also ich finde diese Legend Circuit-Kämpfe meistens nicht so sonderlich spannend irgendwie. Dann kommt da noch irgendein anderer abgehalfterter Typ daher und dann liefern die sich halt dann nochmal so ein mit Hängen und Würgen, so eine Schlacht über drei Runden. Aber ich muss das nicht sehen. Das hat keinerlei Relevanz mehr für das Titelgeschehen und ich finde das dann auch meistens nicht so spannend. Also wie gesagt, wenn es nach mir geht, dann kann das getrost sein letzter Auftritt gewesen sein. Na, kommen wir nochmal kurz zu Dream 17 zurück. Im Hauptkampf des Abends besiegte Shinya Aoki Rob McCullough durch Neckcrack in der ersten Runde.
Ja, damit hat Aoki wieder gezeigt, dass er in Japan eigentlich eine Nummer für sich ist. Denkt ihr, dass wir den auch in Amerika wiedersehen werden? Ja, ich rechne ehrlich gesagt schon damit. Also Aokis letzte Niederlage war gegen den Strikeforce-Leichtgewichts-Champion Gilbert Melendez. Danach hat er jetzt mittlerweile 6 Siege in Folge eingefahren, 5 davon durch Submission, wie man es von ihm halt erwartet. Und er ist am Boden ein absolutes Genie und wäre auch in der UFC, sage ich mal, am Boden für absolut jeden Leichtgewichtskämpfer eine Riesengefahr. Und ich würde ihm in dem Bereich auch den Vorteil gegenüber fast jedem Leichtgewichtskämpfer zusprechen. Das Problem ist halt einfach, er ist im Stand nicht so wahnsinnig gut und er ist auch kein überragender Wrestler. Und das ist der Grund, aus dem er gegen Gilbert Melendez verloren hat. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn derzeit nicht in irgendeiner Form als Titelanwärter oder sowas sehen könnte. Dafür sind die meisten Kämpfer einfach ringerisch zu gut, um den Kampf gegen ihn im Stand zu halten und ihn dort dann für sich zu entscheiden. Aber wenn er das noch verbessern könnte, dann würde ich ihn als absoluten Titelanwärter sogar wahrnehmen und auch derzeit würde ich ihn schon als Bereicherung für die UFC empfinden. Jan, du hast eben schon gesagt, dass du das gerne sehen würdest, wenn Wanderlei Silva aufhört. Ja, den Gefallen wird er dir erstmal nicht tun, denn er springt bei UFC 139 für den verletzten Vitor Belfort ein und kämpft dort nun gegen Kang Lee. Silva ging in seinem letzten Kampf schwer gegen Chris Lieben K.O. Wie seht ihr seine Chancen gegen Lee? Ich denke mal, wenn er gleich von Anfang an aggressiv nach vorne geht, hat er durchaus gute Chancen, den Kampf zu gewinnen. Kang Lee hatte Probleme mit Scott Smith und den würde ich doch einige Klassen unter Wanderlei Silva ansiedeln. Beides auch Standkampfspezialisten. Insofern glaube ich, dass Kang Lee ein dankbarer Gegner für Wanderlei Silva wäre. Ich finde sogar ehrlich gesagt, dass dadurch, dass Vitor ausgeschieden ist, jetzt letztlich ein besseres Matchup zustande gekommen ist. Ich denke, dass Vitor zu stark gewesen wäre für Lee. Und so finde ich den Kampf relativ ausgeglichen. Kann mir durchaus vorstellen, dass es in beide Richtungen gehen könnte. Und ja, ist natürlich auch völlig befreit von jeder Titelrelevanz, aber ist trotzdem sicherlich ein unterhaltsam anzuschauendes Match. Ja, dann wurde bekannt, dass Dan Henderson in die UFC zurückkehrt. Er trifft am gleichen Abend wie der Kampf Kang Lee gegen Wanderlei Silva auf Shogun Hua. Ist das der richtige Kampf für Henderson? Ich finde ehrlich gesagt, dass es ein ganz sinnvoller Kampf ist, ja. Also Henderson selbst hatte ja direkt einen Titelvereinigungskampf im Mittelgewicht gefordert. Also das mit anderen Worten wollte er gegen Anderson Silva antreten. Klar, das wäre für ihn natürlich der noch rentablere Kampf gewesen. Hätte ich aber nicht als wirklich sinnvoll empfunden. Ich meine, er hat schon mal gegen Silva gekämpft, er hat damals verloren und ich sehe nicht, was sich in den Jahren seitdem verändert hätte, was am Ausgang des Kampfes irgendwas ändern sollte. Also ich hätte ihn da relativ chancenlos gesehen, wohingegen ich ihn gegen Shogun, ja, ist er zwar in meinen Augen auch eher der Underdog, aber ist durchaus ein machbarer Kampf für ihn. Und halt auch ein Kampf, aus dem dann ein relativ klarer, in meinen Augen Nummer 1 Anwärter auf den Titel von Jon Jones hervorgehen wird. Wie seht ihr die Chancen von Henderson in der UFC, einen Titel zu holen? Solange Jon Jones und Anderson Silva die Titel halten, so gut wie gar keine. Ja, dass Henderson in die UFC wechselt, heißt auch, dass Strikeforce keinen Halbschwergewichts-Champion mehr hat. Wenn ihr Scott Coker wärt, wie würdet ihr euch als Strikeforce-Boss fühlen? Ja, verarscht auf gut Deutsch gesagt. Dana White betonte ja immer, Business as usual würde es sein bei Strikeforce. Aber wenn man jetzt sieht, so in den vergangenen Wochen, dieses Theater um Alistair Overeem, dann Nick Diaz wurde sowieso freigestellt. Jetzt wird auch noch Dan Henderson einfach transferiert. Also es sieht so aus, als ob die UFC jetzt schon anfängt, obwohl noch gar nicht geklärt ist, ob Showtime weiterhin Strikeforce ausstrahlen wird im Jahr 2012, dass die UFC einfach sich die guten Kämpfer, die Starkämpfer von Strikeforce Schritt für Schritt einverleibt. Es sind jetzt 3 Top-Kämpfer bislang in diesem Jahr und ich denke mal, das war nur der Anfang. Da werden noch einige weitere folgen und das Problem an der Sache ist jetzt einfach, dass Strikeforce dadurch an Attraktivität verliert,
Und das wiederum würde bedeuten, dass Showtime das Interesse verliert, Strikeforce weiter im Programm zu haben. Und dann wird Strikeforce Stück für Stück aufgelöst. Ja, man kann der Liste noch Jake Shields und Jason Miller hinzufügen. Das war zwar zumindest bei Jason Miller war die Situation etwas anders, weil irgendwie der in Strikeforce sowieso nie in irgendeinen Kampf gesetzt wurde über einen ewigen Zeitraum hinweg. Insofern war es da noch deutlich nachvollziehbarer. Aber ja, ich meine, also mich verblüfft das alles nicht so sehr. Es wurde ja von vielen Leuten schon dem Zeitpunkt, wo Strikeforce aufgekauft wurde, vorhergesagt, dass die Liga irgendwie aufgelöst werden wird. Und Scott Coker ist ja auch sozusagen mittendrin und kann sich auch seinen Teil denken. Insofern wird er damit wahrscheinlich auch schon gerechnet haben, dass es so kommt. Hat halt alles sein Gutes und sein Schlechtes. Einerseits so ein Match wie beispielsweise Alistair Overeem gegen Brock Lesnar, da muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich schon drauf so. Auf der anderen Seite ist es halt schade, dass diese Liga so vor die Hunde geht. Gerade Strikeforce hatte sowieso nicht die riesige Talentdichte. Das heißt, jeder große Star, der da weggeht, tut halt auch nochmal deutlich mehr weh, als bei der UFC es umgekehrt der Fall wäre. Und aber ja, es ist halt einfach so. Und ich rechne damit, dass Strikeforce eben im Laufe des nächsten Jahres entweder schlicht verschwindet oder halt zu so einer Liga für Kämpfer, die noch nicht gut genug, schrägstrich nicht mehr gut genug für die UFC sind, umfunktioniert wird.